Hey, guten Tag, mein Name ist Florian, das hier ist mein Erinnerungslager, mein Bart war noch nie so lang und heute mache ich den Things About Me Tag. Okay, es sind 21 Fragen, also los geht's. Beschreibe dich in 3 Wörtern. Nicht immer gleich. Wie fühlst du dich, wenn du mit der Kamera sprichst? Nicht immer gleich. Manchmal bin ich ganz locker und manchmal dann wieder etwas mehr verspannt. Dann verspreche ich mich sehr oft oder vergesse irgendwelche Sachen und dann ärgere ich mich später dann darüber, dass ich an die Sachen gar nicht gedacht habe während dem Filmen, obwohl ich davor, vor dem Filmen, mir dachte, ah, das muss ich unbedingt erwähnen und dann, ja. Ich denke, es hat auch immer mit dem Thema des Videos zu tun. Das hat natürlich dann immer Auswirkungen auf einen selber. Was magst du nicht an deinem Aussehen? Okay, das wollte ich schon längst mal loswerden. Also hier die Abstände zwischen den Zähnen, sind ja viel zu groß, der Mund riesengroß, also Riesenlippen und so, Nasenlöcher, große Dinger, hier die Haare zwischen den Augenbrauen, ja. Ich will gar nicht von den Haaren an meinem Rücken anfangen, hier oben fallen sie aber aus und... Ohne welches Produkt willst du nicht rausgehen? Kleidung, zieht das als Produkt? Produkt. Ja, Kleidung. Machst du etwas, obwohl du es nicht kannst? Das hört sich so nach irgendeiner Fangfrage an, irgendwie ist es ein bisschen nicht ganz richtig. Wie kann ich etwas machen, wenn ich es nicht kann? Ich versuche etwas zu machen oder ich mache es nicht ganz richtig, sowas, ja. Also zum Beispiel singen vielleicht, ich singe, wenn ich alleine bin, ich singe, wenn ich irgendwie aufräume und Musik höre und Musik irgendwie in meine Ohren dringt. Also ich singe nicht einfach so alleine drauf los, sondern immer mit Hintergrund, sodass ich mich selber nicht hören muss. Ich bin nicht so der Typ, der die Tonsachen genau trifft. Ich habe da irgendwie kein Gespür dafür und so. Was würdest du gerne an dir ändern, tust es aber nie. Mein Problem ist, dass ich Sachen nicht jetzt sofort erledige und mir denke, ja, das mache ich einfach jetzt habe ich ja eigentlich Zeit. Sondern ich denke mir, na, mache ich später. Und ja, irgendwie kämpfe ich damit schon länger, dass ich das ändern möchte. Aber ja, bis jetzt habe ich es nicht geschafft. So richtig. Also ich mache dann wirklich nur die Sachen, auf die ich wirklich Lust habe und die anderen Sachen, auf die ich nicht so Lust habe, die schiebe ich zu lange auf. Ja. Was magst du nicht an anderen Menschen? Ja, wenn sie unsozial sind, wenn sie keine Rücksicht auf andere Menschen nehmen, wenn sie kein Einfühlungsvermögen haben. Ein kleines Beispiel. Wenn man in den Bus oder Bahn oder sowas einsteigen will und das Verkehrsmittel hält, dann lässt man die anderen Mitmenschen zuerst aussteigen. Man macht Platz, man geht von der Tür weg und lässt die Leute aussteigen, ja. Das scheint anscheinend sehr schwierig zu sein, ja. Am besten, man stellt sich direkt vor die Tür, dass wenn die Tür aufgeht, dass keiner rausgehen kann. Man drängt sich hinein mit den Schultern und so. Und nenne 4 Dinge, die du gerne machst. Spiele spielen, Filme schauen, essen, sarkastische Witze machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Gibt es ein Kleidungsstück, das du nicht magst, aber trotzdem trägst? So im Allgemeinen nicht. Es gibt aber ein paar T-Shirts bei mir zu Hause, die mir schon zu klein sind, die irgendwie durchs Waschen eingelaufen sind oder die mir einfach nicht mehr gefallen, aber trotzdem trage ich sie noch zum Schlafen zum Beispiel oder am Wochenende oder ja. Wie wichtig ist dir das Aussehen? Ja, wäre ich hier ganz alleine, würde ich wahrscheinlich nicht so viel Wert drauf legen, aber ja, da ihr ja auch noch alle hier seid, achte ich doch ein bisschen mehr darauf. Gibt es etwas, was du sammelst? Ja, Filme, Serien und Erinnerungen, ja? Wobei manche davon auch immer wieder verschwinden. Habt ihr die vielleicht gesehen? Hä? Hm? Was tust du, wenn dir keiner zuschaut? Welche Farbe trägst du gerne auf deinen Nägeln? Rot. Rot wie Blut. Oder einfach nur Blut. Nenne 3 Dinge, die dir am anderen Geschlecht gefallen. Ja, grundsätzlich weniger Haare am Körper. Und, ja, ihr wisst schon. Mit was kommst du nicht klar? Mathematik, so heißt die Problematik. Ja, und dann sind wir wieder bei Punkt 7 und den unfreundlichen Menschen, die keine Rücksicht auf andere nehmen und die man am liebsten... Ja. Welche berühmte Person bewunderst du? Mahatma Gandhi, ja, fand ich sehr nett und sehr sympathisch, als ich ihn getroffen habe. Albert Einstein, obwohl ich mit ein paar seiner Theorien nicht so ganz... Naja, also... Aber wie gesagt, Mathematik ist so mein Problem. Ja, und vielleicht noch Jackie Chan, aber den habe ich noch nicht getroffen. Ja, also den kenne ich nicht persönlich, ja.
Was ist deine größte Angst? Die Angst an sich. Ja, aber abgesehen davon vermutlich Schmerzen. Ja, also lange, andauernde, qualvolle Schmerzen. Ja, ich bin sehr froh, dass ich niemals ein Kind bekommen muss, also dass ich nicht schwanger werden kann. Ja. Was bedeutet Glück für dich? Ja, ich denke, das Leben genießen zu können, nicht hungern zu müssen, das tun zu können, was ich selber wirklich tun möchte. Einfach Freiheit, frei sein. Und vielleicht, wenn jemand auf mich schießt und die Kugel mich ganz knapp verfehlt, ja, das wäre auch Glück. Was planst du schon lange, hast es aber immer noch nicht gemacht? Ja, das ist dann doch wirklich so das Abnehmen, was natürlich viele von uns jetzt irgendwie im Kopf haben. Ja, irgendwann mal abnehmen und so. Aber es ist dann doch wirklich etwas, was ich schon länger mal vorhatte. Also vor 6 Jahren oder so, da war ich mehr so im Sporttrip. Da habe ich wirklich viel Sport gemacht und viel trainiert und so. Also jetzt nicht übermäßig viel, aber doch mehr. Und da war ich auch, ja, 15 bis 16 Kilo leichter als jetzt. Ja, und das würde ich dann doch gerne irgendwann wieder schaffen. Damals war ich nicht irgendwie untergewichtig oder so, sondern das war gerade so im Normalbereich wirklich gut, mittig und so. Und jetzt habe ich doch einen ziemlichen Bauch. Ja, also das würde ich dann doch gerne mal irgendwann mal schaffen. Ja, momentan bin ich gerade wieder so auf der Spur, dass ich das gerne mal wieder in Angriff nehmen möchte. Und ich, ich glaube, diesmal wird das was. Also mal schauen, vielleicht schaue ich dann in ein paar Monaten anders aus. Ja, schön wär's. Ihr hört das vielleicht nicht so laut, aber für mich ist das total laut. Das ist direkt nebenan, große Baustelle. Ruhe! Nenne etwas Merkwürdiges über dich. Puh, ja, also manchmal reicht es schon, dass ich vom Sitzen aufstehe oder mich ein bisschen anders bewege oder so und plötzlich bekomme ich Schluck auf. Also irgendwie ändert sich dann meine Atmung oder so und ja, das ist unangenehm. Manchmal schaffe ich es dann, das so wieder zu unterdrücken und dann ist es auch gleich wieder weg. Aber ja, in letzter Zeit habe ich recht oft Schluck auf und das ist ein bisschen nervig, aber ja, ich kann es nicht wirklich kontrollieren und ja, das ist auch so das Einzige, was mir jetzt merkwürdig ist und mir einfällt. Das habe ich mal erwähnt, dass es nervig ist, dass nebenan eine Baustelle ist. Ja. Wen taggst du? Da ich kein Fan von Tag-Sachen bin, ich mag zwar Tags an sich, da man dann Fragen beantworten kann, man kann mehr über die Person erfahren und es hilft einem, wenn man schon ein paar Fragen hat und dann kann man sich an die halten und dann weiß man, worüber man reden will. Tagge ich einfach alle, die bis hierher zugeschaut haben, die Tags mögen, die gerne mitmachen würden und die den Tag noch nicht gemacht haben. Ja. Scene 1, Apple, Take 2. Jetzt weiche ich eigentlich vom Thema. Also wie geht's mir vor der Kamera? Es ist ja nicht immer gleich, manchmal geht's mir besser, manchmal bin ich eher aufgeregt, manchmal verspreche ich mich zu oft, ja, sowas halt. Da ich einen